was habe ich mir heute so für Themen ausgeguckt? Ich schreibe das ja immer hier in so eine Liste rein. Ich kriege ja, wie gesagt, öfter mal Zuschriften oder wie sagt man, Kommentare. So sagt man. Und da noch zu machen, da ist auch noch Kohle. Kann ich gleich wieder aufmachen und das rausholen. Ja. Ich kriege ja öfter Kommentare. Das ist sehr schön. Schreibt weiter. Die an diejenigen, die es noch nicht wissen. Oh, noch. Da bin ich glatt dran vorbei. Noch ein. Das wäre schade gewesen. Hätte ich die jetzt da verpasst. Also ich kriege ja viele Kommentare. Und naja, nicht so viele, aber es ist in Ordnung. Das reicht mir auch so. Ich will ja nicht tagelang hier nur Kommentare beantworten. Man hat ja noch andere Sachen zu tun. Aber da sind dann auch so Kommentare dabei, wie zum Beispiel, da hat einer gesagt, ich wäre der meist abonnierteste Opa YouTube. Davon mal abgesehen, dass das wahrscheinlich nicht stimmt, denn irgendein älterer Schauspieler, da sind wir hier wieder, wo sind wir jetzt? Das jetzt hier der Hauptgang? Nee. Also, der meist abonnierteste Opa wäre ich. Hier ist der Hauptgang. Gehen wir da doch nochmal geradeaus einfach weiter. Ja, 8 Diamanten wollte ich sagen. Wie viel Eisen? 6 Eier. Wer heißt das auf? Gaudatz ist Gold. Und Eiserätz ist. Ist das Brot? Manche Sachen sind ja doch sehr. Da sind wir auch durchgekommen. Genau. Machen wir einfach mal geradeaus weiter. So. Ja, ich wäre der meist abonnierteste Opa auf YouTube. Wie gesagt, der Schauspieler so und so, der über 80 ist, hat bestimmt mehr Abonnenten als ich. Der macht natürlich keine Let's Plays, das ist klar. Oder wer weiß es denn? Vielleicht ja doch. Naja, auf jeden Fall der meist abonnierteste Opa. Ja, es gibt halt Leute, die können, und jetzt sind wir wieder im deutschen Sprachunterricht, hätte ich beinahe gesagt. Aber es sind nur dumme Bemerkungen, die ich mache. Kein Unterricht oder schlaue Bemerkungen oder wie auch immer. Ach, da ist noch mehr Eisen. Es gibt zwei Möglichkeiten zu steigern. Manche Worte kann man direkt steigern. Also groß, größer, am größten. Andere Worte. Oder viel mehr am meisten. Ne? Da kann man direkt steigern. Schön, schöner, am schönsten. Da kann man das Wort schön direkt steigern. Manche Worte, wie zum Beispiel abonniert oder gelesen, kann man nicht steigern. Es gibt ein gelesenes Buch, aber kein geleseneres Buch oder gar ein gelesenstes Buch. Da macht man dann ein... Was ist denn da hinten? Licht. Ja, das ist dieser Bug. Da sieht man, der Mond geht. Wo gehen wir hin? Nach Westen. Der Mond ging gerade unter. Oder? Wenn ich jetzt dahin... Nee, oder war es die Sonne? Keine Ahnung. Jedenfalls ist es dunkel. Man sieht es ja oben im kleinen Bild.
Ja, es gibt auch nicht den abonnierten Opa, gibt es schon. Aber den abonnierteren oder den abonniertesten Opa gibt es nicht. Und dann muss man das mit meist oder am meisten oder wie auch immer, muss man das dann steigern. Habe ich gar keine, doch, habe ich noch. Der am meisten abonnierte Opa, das geht. Und der meist abonnierte Opa, das geht auch. Aber abonniert selber kann man nicht steigern. Deswegen geht es nicht der meist abonnierteste. Ja. Da sagt man natürlich nicht nein. Wahnsinn. Wie viel habe ich denn jetzt schon wieder? 16. Na, da kann ich mir gleich eine Spitzhacke aus Diamant wieder leisten. Das ist doch sehr schön. Also der meist abonnierteste Opa, das geht nicht. Oder das meist gelesenste Buch. Oder das meist gegessenste Essen. All das geht so leider nicht. Liest man leider auch sehr viel. Und dann kommen dann so Sachen zustande wie, ich habe mir da mal so einen Satz aufgeschrieben, Moment, muss man hier runter scrollen, dass ich den ganz auf dem Schirm habe. Ja, man muss auch ein bisschen natürlich zurück nach dem Spiel. Gut. Gefällt mir ordentlich hier. Ah, hier ist ja schon der Hauptgang. Gut. Also wie gesagt, es gibt Sachen, die man mit meist steigern muss oder am meisten und manche, die man direkt steigern kann. Man kann groß zum Beispiel nicht mit meist steigern, denn der größte Baum, der meist große Baum ist schon ein Unterschied. Aber der meist gelesene, ja, das kann auch widersprüchlich sein. Der meistgelesene kann sein, der am meisten gelesene oder der meistgelesene, der wird meist gelesen, manchmal aber auch getrunken oder, naja, ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Naja, auf jeden Fall, wenn man das jetzt mal richtig falsch sagen würde, das mit dem meist abonnierteste Opa, hört sich irgendwie schon komisch an. Man kann so einen schönen Satz machen. Ich habe den noch nie gesehen, weil Gold gefällt mir. Und da soll noch mal einer sagen, man findet auf dieser Höhe hier F3, dieser Höhe 5, direkt über dem Bedrock, nichts. Oder man findet woanders mehr. Kann natürlich sein, dass man woanders mehr findet, aber dies reicht mir schon hier. Wenn das immer so wäre. So, ich höre wieder Lava. Das ist also wieder recht gefährlich hier. Ja, achso, ich wollte euch noch den Satz vertellen, ne? Der meistbelachteste Witz des bestbeurteiltesten Comedian handelte von den seltenst beobachtetsten Urwaldelefanten im meistgeschütztesten Naturreservat. Also da verbiegt man sich schon die Zunge beim Reden und dann kann irgendwas nicht richtig sein. Sondern richtig. Eisen ist auch noch da. Kohle, Eisen, Gold, alles. Ah, ich bin begeistert. Und Lava. Hilfe. Aber wir holen da mal alles hier raus. Wenn wir jetzt noch einen schönen Mineshaft. So ein schönes Minen. Ach, da oben ist noch Gold. Oh.
Das riecht irgendwie nach... Nee. Ich dachte, es war so hell wegen Lava. Bin also hier auf dem Sprung irgendwie jetzt, ne? Eine Fackel hier rein. Damit da nichts rumröchelt nachher. Das hat sich schon mal gelohnt in die Ecke. So. Ah, der Satz noch. Wie heißt das richtig? Der meistbelachte Witz des bestbeurteilten Kommandanten handelte von den seltenst beobachteten Urwaldelefanten im meistgeschützten Naturreservat. So ist es richtig.